Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Absturzzeug Assassin's Creed Origins. Ja, wir sind hier immer noch in den grünen Hügeln. So, ja, auf dem Weg zur Hauptmission. Aber wir haben hier natürlich einiges entdeckt. Und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Das möchte ich nicht alleine machen. Hab schon viel zu viel alleine gemacht hier bei Assassin's Creed. Und darum werde ich euch bei den finalen Folgen auch immer schön mitnehmen, mit an Bord heißen. Denn es ist jetzt nichts mehr einfach. Es ist alles Hier sollte ich Strategie. Bleiben. Ihr seht's schon. Okay. Den hier weiß ich nicht. Da kann ich dort nicht durchschießen. Es wird also kein Kopfschuss. Warum läufst du nicht weiter? Okay, jetzt kommt hier der Hauptmann. Hey. Kleine Rate. Wir haben ja nämlich eine Nebenmission zu erfüllen. Nicht nur den Schatz zu plündern, sondern wir müssen ja auch jemanden befreien. Hui. Warum guckt der in meine Richtung? Okay, immer schön weitergehen. Geh weiter, geh in Ruhe weiter, mein Freund. So. Okay, liebe Buben und Mädels. Huiuiui. Aber sehr aggressiv, oder? Och nein. Ehrlich jetzt? Der sieht mich doch nicht, oder? Was? Ach, na dann. Nein, ich brenne. Ach. Aber jetzt brennt hier unten, glaube ich, alles. Mir reicht's. Schluss mit lustig. Da dann kommt mal reingerannt. Ich nehme natürlich den zweiten mit dem Attentat. Oder den dritten. Na komm, schlag mich. Hey. So. Zack. Okay, das mit der Verstärkung ist natürlich, ja, manchmal ärgerlich, aber nützt ja nichts. Genauso wie das mit dem Feuer.
Haben wir eine epische Szene noch. Die kommt dann noch als Outtake. Kann ich nicht mitnehmen, okay. Hauptmann ist getötet. Brauchen nur noch den Schatz. Und der wäre dann irgendwo unten. Hier nicht. Wo ist denn unser Schätzchen? In irgendeinem Kellerverlies hier. Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich da runter? Hier. Ich werde das Schwarze Land nicht verraten. Despoten. Du sollst es ja gar nicht verraten. Ich bin ein Ägypter, wie du, Magi. Für die Sicherheit Ägyptens müssen wir fliehen, bitte. Ist ja gut. Na dann, wo willst du denn hin, mein Freund? Die Götter segnen dich. Ja, ist ja gut. Und jetzt? Eskortiere den Gefangenen aus der Garnison. Okay, na dann komm mal mit. Zeig dir mal, wo es lang geht. So, guck. Komm. Ach du. Okay. Ja, er nimmt die Tür. Schaffst du das oder nimmst die Treppe? Okay. Naja, ist nicht jeder ein Assassine, ne? Ich hab dich jetzt hier raus eskortiert und jetzt? Jetzt hat sich das erledigt, alles klar. Boah. Ich werde nicht so sterben! Hilf mir, Major! Mach ich. Kommt ihr zurück oder lasst ihr es bleiben? Ich werde nicht so sterben! Wer schießt denn hier noch auf meinen Freund hier? Oder hat der noch geschossen? Wer schickt dich? Apollodoros? Ich hätte Ägypten nicht verraten. Du dienst Apollodoros? Ich bin Teil seiner göttlichen Manipulation der Fäden. Eine Viper im hohen Gras der Kyrenaika. Wir sind aufgeflogen. Ich weiß nicht wie oder durch wen. Aber so hat mich der Centurio gefunden. Er hat eine Liste mit Spionen. Nicht viele können der Folter so standhalten wie du. Such den Römer und finde heraus, was er weiß. Er ist bei den Grenztürmen auf Patrouille. Für Ägypten. Für ein freies Ägypten! Schrei nicht so rum hier. So frei bist du auch nicht. Gut, okay. Da oben sind die Grenztürme, okay. Fangzähnchen. Muss die Hauptmission wohl doch noch ein bisschen warten. Wir kämpfen jetzt erstmal schnell für ein freies Ägypten. Während der hier unten... So, mit dem hat man ja noch eine Rechnung offen. Ist ja gut, Fangzahn. Das sind also die Grenztürme in Marmarika. Oh. Läuft doch wunderbar für uns. Der ist es nicht. Irgendwo drinnen sein, denke ich mal. Jawohl. War es das hier mit Wachen, oder? Gut. Sehr schön. Ich weiß ja nicht, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ist das für euch spannend? Wenn wir solche Grenzposten auseinandernehmen?
Oder sagt ihr, ach naja, okay, geht schon. Muss nicht sein, lieber Story. Wie gesagt, gebt mir euer Feedback. Und ich werde das LP so anpassen, dass es euch auch gefällt. So, hier müssen wir also vorsichtig sein. Sind wir ja immer, wie wir wissen. Tertium, fuck it in nunc! Tertium nunc! Ja. Okay, hier hinten ist unser Spezi. Reitet der weg? Der reitet weg? Warum reitet der weg? Fangzahn? Komm mal her, ich brauch dich mal. Kommst du jetzt hier hoch, Fangzahn? Ehrlich? Du bist ja stark. Komm mal mit. Mal wissen, warum der hier wegreitet. Diese kleine Ratte. Ach so, der patrouilliert auf diesem Wege hier. Sage mal. Sehr schön. Fangzahn? Bist du hin? Abgehauen wieder. Ach, hier ist auch der Freund von unserem Freund. Ganz ruhig, Rob. Sehr stark. So einen Pfeil brauche ich. Okay, der ist jetzt abgeschmiert. Senu, gib mir mal hier ein bisschen Feedback. Okay. Na dann. Fall um. Das war jetzt nur der Hauptmann, ne? Ich hoffe ja, dass sich unser Ziel da unten infiziert. Ja, der hat sich infiziert. Okay, super. Stark. Ich habe es gerade noch im Augenwinkel gesehen. Und der hier ist ja auch infiziert. Alles klar. Nanu? Da können wir noch ein bisschen mehr mitnehmen, oder? Uah.
Okay, unser Freund ist krepiert, der auch. So. Na, komm bei. Hier haben wir nochmal Munition. Alles schön auffüllen. Und damit hat der sich ausgekotzt, der andere verbrennt. Schön! Schön, wenn alles klappt. Hier, schaut's euch an. Das geht alles vor die Hunde. Es gibt noch einen Spion, Khati, an der östlichen Römerfestung. Ich sollte ihn retten. Das waren nur noch mal Munition, die haben wir schon aufgefüllt. Gut, damit hätten wir das hier. Oh, das war ja aus Versehen. Okay. Jetzt bräuchte man natürlich nochmal einen kurzen Hinweis auf unsere Quests. So, welche läuft denn gerade? Wir haben alle erledigt jetzt. Entlaufene Fracht. Verlockung des Ruhms. Ja, Dämonen in der Wüste. Plage der Rebellen. Wir haben alles. Wir müssten eigentlich den zweiten Spion noch ausfindig machen, habe ich jetzt gedacht. Na okay, fangt's an. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ist denn der Aussichtsturm weg. Da hinten ist er. Gut, den brauchen wir aber hier nicht, denn wir müssen ja zurück wieder zu unserer Hauptmission. Beziehungsweise zu der Nebenmission hier. Die haben wir ja gestartet. Auf geht's, mein kleines Pferdchen. Wie gesagt, die ganzen unentdeckten Orte, die machen wir dann alle mal noch live im Livestream. Da könnt ihr dann sagen, wo es lang geht, sozusagen. So. Hinten war ja nur der zweite Römerturm. Den können wir mal noch auseinanderpflücken. Da hat man jetzt gar nichts großartig gemacht hier. Aber hier gibt es mit Sicherheit noch was zu holen. Wie gesagt, wir haben ja Zeit. Ich komme hier nicht drüber oder durch oder irgendwie, ne? Jetzt steht er auf, okay. Bin mal gespannt, der geht doch bestimmt pinkeln. Nein, geht er nicht. Schön, dein Allerwertesten. Die sind zu weit weg. Aber den hier kann ich mal schnell mitnehmen. Komme ich jetzt an die schon ran? Ja. Also ihr seht, es macht riesig Spaß. Auch wenn sich viel wiederholt, aber ihr habt immer wieder eine andere Möglichkeit, so eine Festung zu stürmen. So eine Festung einzunehmen.
So, der Kollege ist infiziert. Ich mach's eben mit Giftpfeilen, weil... Ja, ihr seht, es ist schon lustig. Ihr müsst nichts machen. Außer wenn es euch zu lange dauert. Mein Pfeil loszuschießen. So, zack. Na. Zack. Nein, hier steht keiner mehr rum. Gut. Die Falle natürlich legen. Und Abflug. Ort beendet, oder? Nein, den Schatz müssen wir noch... Darum sind wir doch hier. Bajek, komm schon. So. Haben wir hier eine Falle gelegt? Ja. Springen! Springen! Und springen! Neuer Ort entdeckt. Kelida-Versteck. Okay. Wunderbar. Gibt's noch nichts zu entdecken? Aber hier unten haben wir es mit Löwen zu tun. Hab's gerade schon gesehen. Oh. Okay, hier muss es natürlich auch einen Eingang geben. Ich würde ja fast sagen, das machen wir jetzt immer schnell noch, bevor ich die Folge beende. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht zu böse. Dass jetzt in den letzten Folgen halt hier wirklich nur darum geht, zu entdecken und zu erkunden. Aber ich glaube, haben sich ja auch einige gewünscht in der Community, dass wir nicht nur die Hauptstory durchspielen. Und den hier am Arm erwischen? Ja. Ich glaube, die sind hier ein bisschen stärker. Aber dafür sind es nicht so viele. Gut, der geht schon mal weg. Und den nächsten direkt infiziert. Der kommt hoch. Ist aber angesteckt. Der pinkelt. Pinkel in Frieden, mein Freund. Schade, dass es nicht auch noch Giftpfeile, also so richtig mit dem Bogen, so vergiftete Pfeile gibt. Schaut er in die Richtung von dem hier? Hat er das gesehen? So. Ein Hauptmann haben wir.
Zack, 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 zack. Ich würde gern den hier noch mitnehmen. Weil der bewacht gerade den Schatz. Hallo, mein Freund. Du gegen mich. Du hättest nicht herkommen sollen. Und du hättest wegrennen sollen. Ach, ich hätte ja auch umlaufen können, alles klar. Ja, das muss man ja mal wissen, ne? Na, komm hier. Na, das ist... Okay, der hat seinen Hauptmann gefunden. Hat sich direkt infiziert. Hab ich jetzt hier was vergessen? Ja, tatsächlich. Lass mal den da unten mal noch so ein bisschen vor sich hinstinken und dann... sind wir hier auch fertig. Und da war's das. Sehr nice. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wie gesagt, Entdecken und Erkunden hier bei Assassin's Creed Origins mit dem lieben guten Rob. Und ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ja, dann werde ich auch mal wieder ein paar liebe Grüße loswerden. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wer gerne mal bei Assassin's Creed gegrüßt werden möchte. Ich werde das dann natürlich auch direkt machen. So, hier mal kurz schauen, ob mich hier irgendwas erwartet, außer ein Schätzchen. Ja, da ist ein Schätzchen. Sehr schön. Ja, wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare. Ich grüße euch natürlich direkt im Video. Bei der nächsten Aufnahmesession, weil für mich war es das für heute erstmal. Erstmal eine Pause machen, eine Pause einlegen. Oh. Und ihr denkt, ihr könnt das hier bewachen, hä? So. Flavius ist der Prophet Roms. Roma incarnata. Rom ist glorreich. Rom ist strahlend. Rom ist ewig. Flavius ist Rom. Sei mein Zeuge, Kyrenaika. Der große und mächtige Flavius. Wenn ich das schon höre, ne? Okay. Also, wir werden ihn definitiv töten, Flavius. So, damit dann reingehauen. Dann entschuldige ich die kurze Verzögerung noch. Also, tschüss. Du magst kein König sein, Bajek, aber du wirst Geschichte schreiben.